Hallo, mein Name ist René Steyitz. Ich bin Gründer vom SAT-Service und in dieser kleinen Serie geht es darum, mal ein paar Tipps zu zeigen, wie man Excel bedienen kann und das wesentlich effizienter, die man nicht mal ebenso überall findet. Heute geht es darum, wie ich Zellen in Excel direkt editieren kann, sprich gleich bearbeiten kann, ohne dass ich erst mit der Maus einen Doppelklick drauf machen muss. Das Ganze ist relativ einfach und ich spare mir heute mal den Gang zum Computer, denn im Prinzip einfach die Zelle markieren, das kann ich mit den Pfeiltasten machen und wenn ich auf der Zelle bin, einfach mal die Taste F2 drücken. Und nun kann ich direkt in der Zelle meinen Text eingeben bzw. meinen Wert eingeben und brauche nicht andauernd zu der Maus greifen. Effizienter geht's nicht. Probier diesen Tipp aus und wenn er dir gefällt, denk an den Daumen nach oben, das freut mich. Und wenn du weiterhin Hilfe zu Computer oder zu Office benötigst, dann habe ich hier oben die Möglichkeit, mich zu kontaktieren und wir schauen mal, ob ich in der Lage bin, dir Freude an der IT zu geben. Darüber hinaus bitte nicht vergessen, diesen Kanal hier jetzt zu abonnieren, dann bekommst du diese Tipps weiterhin natürlich kostenlos und bist immer auf dem neuesten Stand.